Hallo und herzlich willkommen in der Klemmbausteinwelt. Der Videotitel verrät es schon, ich habe eine kleine Bitte an euch. Und ich habe dieses in China gewissenhaft verdichtete, vakuumgezogene und verschickte Paket für euch. Und was da drin ist und was ich für eine Bitte habe, das werdet ihr gleich erfahren. Im letzten Jahr haben sehr, sehr viele von euch sehr, sehr eifrig versucht, den Verein, die Slot Racers Dona, in den ich zu der damaligen Zeit noch als Vorstandsmitglied tätig gewesen bin, zu unterstützen und im wahrsten Sinne des Wortes zu retten. Corona nach wie vor ein großes Thema, gerade für so kleine Vereine mit einer, ich nenne es mal Randsportart, auch wenn es das für uns nicht unbedingt ist. Ist das Leben nach wie vor sehr, sehr schwierig, aber ihr habt da wirklich Großartiges geleistet. Es gibt diesen Verein noch, auch wenn wir die Türen noch nicht öffnen können, um unsere Jugend wieder zu trainieren und auch das Angebot in den Schulen aufrechtzuerhalten. Da ist es noch ein weiter Weg, wie es ja leider Gottes scheint, aber ich will hier überhaupt nicht politisch werden. Diese Hilfsbereitschaftswelle, die uns da getroffen hat, die war so immens, dass da sogar die Sparkasse, die ja Initiator dieser Aktion gewesen ist, darauf aufmerksam geworden ist und das gesehen hat. Und die haben letzten Endes jetzt nochmal eine Aktion ausgerufen, wo man Verein des Jahres werden kann. Aufgrund dieser riesengroßen Welle sind auch wir nominiert worden, was uns sehr, sehr überrascht hat. Und was soll ich großartig sagen? Es ist eigentlich nur ein einziger kleiner Klick. Ich habe das Ganze schon mindestens 10-mal gemacht. Ihr müsst dann nur auf die Seite gehen, ist natürlich unten verlinkt, müsst den Verein suchen und müsst für uns abstimmen. Dann können wir Verein des Jahres werden. Dieser Preis, das will ich gar nicht verschweigen, ist dotiert mit 3.000 Euro. Und diese würden uns natürlich extrem gut zu Gesicht stehen, da wir da sehr, sehr viele Anschaffungen für die Jugend machen, die sie sonst von ihrem Taschengeld nicht finanzieren könnten. Also, ich persönlich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr dort nochmal vorbeischaut, den Verein sucht, uns eure Stimme gibt und ob wir dann Verein des Jahres werden, das liegt dann nicht mehr an uns. Wir haben alles Menschenmögliche gemacht, dass wir auf Stimmenjagd gehen. Ob es funktioniert, das werden wir dann am Montag frühestens erfahren können, obwohl am Montag glaube ich nicht, weil am Montag ist Schluss mit dieser Aktion und dann wird es ja auch noch ausgewertet werden müssen, muss man mal abwarten. Trotz alledem habe ich natürlich hier auch was mitgebracht für euch. Wir reißen es mal auf, schauen wir da mal rein. Und was kommt mir hier entgegen? Erst einmal sehr, sehr viele Tüten, die erstmal laut sind. Und ein pinkes Cadillac. Ein Traum in Pink. Ihr seht es hier schon. Hier liegt so viel rum. Wahnsinn. Einfach nur Wahnsinn. Ich bin sehr, sehr gespannt auf dieses Set. Ich sehe hier auch schon den Rückzugsmotor. Wusste ich nicht einmal, dass das Ganze einen hat. Pullback-Motor, Pink Cadillac mit einem Pullback-Motor. Das kann nur was Gutes werden. Ich persönlich baue jetzt mal dieses Auto zusammen. Das gibt euch die Chance, eben schnell einen zweiten Tab zu öffnen, uns eure Stimme zu geben. Insofern ihr das möchtet, seht das also bitte nicht als Zwang, sondern einfach nur als Bitte, uns da irgendwo zu unterstützen. Kostet euch nur dieses Speedbild an Zeit und ich denke mal, wenn ihr wieder da seid, habe ich das Cadillac auch fertig. Da war ich so euphorisch über dieses Set, was hier schon mega genial aussieht, dass wir gar nicht über die Teile gesprochen haben. Als ich die Tüten aufgemacht habe, ich bin fast vom Glauben abgefallen. Guckt euch das an, Freunde. Alles Chromteile. Das sieht man hier auch in dem Licht, wie schön das glänzt. Hier ist nichts. Ich dachte, das wäre alles einfach nur ein ganz normales Light Bluish Gray oder so. Nein, das ist alles verchromt. Jedes einzelne Teil. Fragt mich bitte nicht, wie die Firma heißt. Ich halte euch hier mal rein. Mein Mandarin ist really einschläft. Also mein Mandarin ist definitiv nicht das Beste. Aber das ist doch, das ist der Hammer. Das ärgert mich, dass ich nur eins geholt habe. Ich hätte davon gleich 20, 30 bestellen sollen und hätte euch das gleich mit anbieten sollen. Also das ist wirklich so ein feines Set. Selbst hier, die Plate, alles,
alles verchromt. Das ist wow. Und das war nicht viel. Ich gucke gleich nochmal rein, was ich dafür bezahlt habe. Das waren aber, glaube ich, keine 20 Euro. Also das war wirklich absolutes Schnäppchen. Deswegen habe ich ihn mir ja bestellt. Bisschen störend werden eventuell die blauen Pins sein. Auch wenn ich in dem Modell hier nicht ein Pin durchscheinen sehe. Das scheint also wirklich alles unten drunter. Was habe ich hier? Hier gibt es eine Korrektur in der Bauanleitung. Es ist halt mein Mandarin, ne? Also ich weiß nicht, was man hier von mir will, aber das scheint so, als gäbe es hier eine kleine Änderung in der Bauanleitung. Und die blauen Pins wirklich alle nur hier unten drin versteckt. Die wird man also später nicht mehr sehen. Ui, und hier ist etwas, naja gut, das mindert das Ganze jetzt noch ein bisschen. Sticker. Mal schauen, ob es auch ohne geht. Ich lege sie erstmal hier hin. So, ach so, Teiletrenner, ganz wichtig. Teiletrenner auch mit dabei. Also ich bin wirklich begeistert über das, was hier liegt und ich will es fertig haben. Ich baue das jetzt mal flott zusammen und dann schauen wir uns den Flitzer mal an. Ein sehr, sehr kurzweiliger Spaß. Zack, steht hier ein Pink Cadillac. Es wurde auch sofort, wie ihr das sehen könnt, in Beschlag genommen. Ich habe dann jetzt noch mal geguckt, das bin ich euch ja jetzt schuldig. Also mit etwas über 10 Euro habe ich mich völlig vertan. Fragt mich nicht, wie ich darauf gekommen bin. Aktuell liegt dieses Set bei 25 Euro. Ich finde aber dennoch jeden, aber wirklich jeden einzelnen Cent ist es wert. Die Steinequalität hervorragend. Da rastet alles satt ineinander ein, nicht zu stramm, nicht zu locker. Die Pins harmonieren wunderbar mit den Steinen. Das ist wirklich eine geniale Geschichte. Wie ich auch gesagt hatte, vermutlich werden die blauen Pins überhaupt nicht zu sehen sein. Sie sind nur im unteren Bereich zu finden und somit war die Welt in Ordnung. Als ich das Ding bei AliExpress gesehen habe, habe ich gedacht, kannst du ja mal bestellen, hast du was, was zu den Lego Speed Champions passt. Das Ding ist groß, das ist richtig groß. Ich habe gedacht, okay, das ist was Lego Speed Champion mäßig in der Größe. Ist es nicht. Was ich aber faszinierend finde, ich habe ja jetzt gerade noch mal nach dem Preis geguckt,
bin ich dann darauf gestoßen, diese Firma, also es steht ja hier, das ist mein Mandarin, ist einfach nur eingerostet, ist BZDA. BZDA bietet uns aber erstaunlicherweise die gleichen Oldtimer, die uns auch Sembo bietet. Habe ich hier nicht, ich glaube, ich hatte hier, irgendwo habe ich, ich habe... Ich wusste, doch ich habe. Diese Oldtimer werden uns auch von BZDA angeboten. Die sind aber von Sembo. Also hier scheinen mittlerweile die Chinesen voneinander zu klauen. Finde ich völlig genial. Es muss ja auch nicht immer alles in Dänemark geklaut werden. Es gibt auch genügend, was man schon in China klauen kann. Dürfte interessant sein. Ich werde mir davon nichts mehr bestellen. Der Kleine hier, der ist wirklich top. Der ist absolut top. Was aber noch nicht getestet ist... Er hat ja einen Pullback-Motor oder für die, die des Mandarinen nicht so mächtig sind, einen Rückziehmotor. Die meisten dürften es wirklich noch aus der Kindheit kennen. Man nimmt das Auto, lässt es ein bisschen rückwärts fahren, lässt es los und fährt es einen hier die Kaffeetasse zu Klump. Und wenn der irgendwo gegenfährt, das ist überhaupt kein Problem. Das macht der mit. Der ist also wirklich massiv. Der Pömpelmeister, ja, den haut es hier aus seinem Sitz raus. Aber ansonsten, das Ding ist wirklich massiv und er ist gewaltig schön. Also beim Bauen, es war nicht eine Minute dabei oder nicht eine Sekunde, wo man nicht also ein Lachen, sondern so ein Grinsen im Gesicht hatte. Der ist von allen Seiten wirklich gelungen. Die Chromteile, die runden das Ganze natürlich noch ab. Auch das Interieur wurde hier nicht vernachlässigt. Durchaus eine schöne Sache. Ich bereue das überhaupt nicht, dass ich den gekauft habe. Motorhaube lässt sich nicht öffnen, aber beide Türen ist, denke ich mal, ja, es geht. Wäre aber auch nicht unbedingt nötig gewesen. Das ist jetzt wirklich nochmal so ein kleiner Luxus. Umbaute Luft findet man hier eigentlich überhaupt nicht. An zwei, drei Stellen wurde mit Stützstein gearbeitet und selbst die sind nicht im Bund dahergekommen, die sind passend zum Fahrzeug. Entweder waren sie pink, sogar Chromteile werden hier als Stützkonstruktion verwendet. Ich bin durchaus und durchweg und überhaupt und sowieso begeistert. Abrunden kann das Ganze jetzt im Grunde genommen nur, wenn ihr parallel dazu auch noch wirklich für uns gewotet habt, dass ein kleiner Verein, des Slot Racers nun mal sind, mit großen Vereinen in der Liste aufnehmen können. Und ich hoffe wirklich inständig, wir können denen das mal zeigen und auch so nicht nur unseren Verein, sondern auch das Slot Racing so ein bisschen nach oben bringen, dass es auch mehr Zuspruch, will ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber dass es einfach mal bekannter wird. Viele denken, wir sitzen da auf dem Teppich und spielen mit unseren Carrera-Autos. Das ist es definitiv nicht. Es ist um einiges größer. Hier unten in der Videobeschreibung, da ist auch der Link zu den Slot Racern, zu unserem YouTube-Kanal. Wer möchte, ich werde auch einfach mal pauschal die PayPal-Spendenseite da verlinken. Also quasi alles, was zu unserem Verein gehört. Wer möchte, der guckt es sich an, weil es sind ja doch sehr, sehr viele Zuschauer mittlerweile dabei gekommen. Einige wissen, was das ist. Die es nicht wissen. Ihr habt alle Möglichkeiten, findet ihr nochmal hier unten drunter. Ich kann eigentlich nichts anderes sagen, außer wenn ihr für uns gewotet habt. Vielen, vielen, vielen Dank. Wirklich vielen Dank aus tiefstem Herzen. Nicht nur von mir, sondern von der ganzen Jugendabteilung, die dahinter steckt. Weil die bekommt das Geld zu 100%, wenn wir es schaffen sollten, Verein des Jahres zu werden. Es gibt also nur Gewinner unter 18 Jahre. Da werden wir uns nichts von in die Tasche tun und da wird auch nichts für irgendwas, für den Verein als solches geholt. Das fließt zu 100% in die Jugendarbeit, wo es hingehört, dass wenn wir denn Mitte März hoffentlich unsere Türen wieder öffnen dürfen, dass die sofort durchstarten können und auch in die ein oder andere Rennsaison mit jetzt einsteigen können, was sie sonst gar nicht könnten, weil sie sich alles vom Taschengeld finanzieren müssen. Hat euch dieses Video gefallen? Freue ich mich über einen Daumen hoch. Wenn nicht, gebt auch den Daumen runter. Wenn ihr kein Abo habt, freue ich mich auch da immer wieder riesig drüber. Wie findet ihr dieses Set?
schreibt es mir in die Kommentare. Und ansonsten vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt und bis zu meinem nächsten Video. Bleibt bitte gesund. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag.